Danke, das ist sehr nett. So, ich habe für heute mal so einen ganz alten Text mitgebracht aus meiner U20-Zeit, wo ich wirklich noch jünger war. Halt. Und der Text ist ganz brutal und handelt von meinem ganz harten Leben, wie man das so hat als Slam-Poet. In der 8. Klasse, also vorletztes Jahr, habe ich mich entscheiden zwischen Werken mit Stoff, also Textilien, und Werken mit Holz. Und das hat mich ganz durcheinander gebracht, denn ich nicht genau wusste, was ich jetzt genau machen in meinem weiteren Leben. Und habe mich dann aber doch eigentlich für das entschieden, was auch alle Jungs von meiner Klasse gemacht haben, weil das macht man halt dann einfach so in der 8. Klasse. Natürlich mit für das Werken mit Stoff. Und das hat unserer Lehrerin, glaube ich, noch fast ein bisschen weniger gefallen als uns zu Werken an sich. Ja, und von dem handelt eigentlich der Text. Vielleicht noch schnell eine kurze Verständnisfrage. Wissen alle, was eine Overlock-Nähmaschine ist? Ja, ich habe so zwei Hände gesehen. Das gelingt meistens. Die können es nicht den anderen erklären. Gut. Der Text heißt Overlock, Overkill und geht so. Grüß die Ursi! Ja, hoi, John, Monika, wie heißt du? Wie tut's, wie geht's? Ja, gut! Du, wie kann ich dir helfen? Ja, ich brauche das neues Vaterspuli! Welche Maschine hast du denn? Du, ich hab den 550 QE von der Berliner. Das ist eine super Kiste, weißt du, mit dem Screen, weißt du, mit dem LSD, LCD-Display, das super Sache, sage dir, Zürich. Während die beiden Damen weit aus dem Nähkästchen plauderten, wurde im Nadelregal die kleine Nähnadel Konrad wach. Konrad war eine Mikrotext-Nähmaschinen-Nadel, wer was vom Nähen versteht, weiß, eine Nähmaschinennadel mit violettem Ring vorne um den Spitz. Seine Mutter war eine Embroidery, also eine Zierstick-Nadel, und sein Vater eine typische Jeansnadel mit spitzer Rundspitz und starkem Schaft. Wie sich das für den Jeansnadel so gehört. Leider wurde seine Mutter vor einigen Tagen von einem passionierten Fasnachtskostümnäherin gekauft. Er war ganz allein. Aber eigentlich war ihm das ziemlich egal, denn Konrad träumte nur davon, hier wegzukommen, hatte einen einzigen großen Traum und immer wieder, wenn er das Poster an der Wand sah, wurde er ganz warm ums Herzchen. Das Poster der majestätischen 1300 MDC Overlock-Maschine. Sie war ein Feuerwerk von einer Overlock-Maschine. MDC trägt nur beschränkbare Obermesser an und viele Komfortfunktionen mehr. Und dann Konrad als Nadel dieser Granate. Dort wollte er einmal anheuern. Er schwellte dahin, wenn Ursi das neue Vaterspuli für Monika suchte. So, Monika, da hast du das neue Vaterspuli. Messi, da hast du mit meiner Tochter die auch kleine, weißt du, die Nadel, die hat die Kraft mit den blauen Augen. Hat der Konrad gerade Mikrotext gehört? Um Himmels Willen, nein! Er wollte nicht zu Monika und ihrer schäbigen 550-QE-Büchse. Er war für größeres bestimmt. Er war doch ein Overlock, er musste sich irgendwie wehren. Doch schon zu spät, er konnte sich nicht wehren. Wenn böser Zombie steigt, der Ursi auf ihn zu und packt ihn am Kragen. Sau mit dem Nagel dazu, wer ist der 58? 850! Niemals wäre er so billig. Der Scheißspuli kostete 6 Franken. Er fühlte sich bezüglich seines Preis-Leistungs-Verhältnisses brutal verarscht. Völlig konfus und eingetütet verließ Konrad Ursis Neistübli. Kein Herbstgurt oder Bürtigott oder viel Glück, nein, gar nichts. Er wurde unsanft auf den Beifahrersitz des Subarus geknallt und zu Hause bei Monika in eine Ecke. Als er sein achtete, kam Monika mit wunderbar himmelblauer Seide in den Händen zurück. Jetzt ging es also los, sie packte ihn aus und steckte ihn an die Maschine. So, mal, look at die Mikrotex, etwas
überspringt. Bevor Konrad sagen konnte, dass sie darauf einlassen können, rüttelte es los, ging auf und ab und auf und ab und auf und ab und auf und ab und immer wieder auf und ab und auf. Konrad versuchte zu schreien, doch jedes Mal, wenn er den Mund öffnete, hatte diese verdammten Scheißfarben in der Fresse. Immer wieder auf und ab und auf und ab und dann. Dann kam Monika zum Saum. Und als sie zum Zickzack ansetzte, wurde es Konrad zu viel. Er dachte an die Worte seiner Mutter, die ihm sagte, Konrad, wenn es dir zu viel wird, dann musst du blockieren. Richtig blockieren. Also blockierte Konrad. Die eitrige Monika wollte davon aber nichts wissen und drückte die Wild auf das Pedal. Sie drückte und drückte und Konrad drückte und drückte dagegen, bis plötzlich zack. Ein kurzer Knacks. Ein brutaler Schmerz. Und Konrad brach in zwei. Monika fluchte und noch auf dem Sterbebett dachte Konrad noch einmal an die 1300 MDC Overlock-Maschine und musste sich eingestehen, dass er bei ihr wahrscheinlich nie eine Chance gehabt hätte.